Sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Messe, mein Name ist Marc-Oliver Hennig. Ich begrüße Sie hier recht herzlich und möchte Sie gleich mal fragen, sind Sie glücklich? Sind Sie glücklich? Sie sind glücklich, das ist gut, ich bin auch glücklich, aber ich bin ja auch aus Duisburg. Duisburg ist die Investoren-Glücklichmacherstadt. Und ich musste, ehrlich gesagt, nicht viel investieren, zumindest an Aufwand, um glückliche Investoren zu gewinnen. Heute ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, warum sie in Duisburg zu glücklichen Investoren geworden sind. Die werden gleich auf die Bühne kommen, genau wie die Wirtschaftsbetriebe unserer Stadt, die eine Regenagentur macht. Wir sind ja glücklicher, wenn die Sonne scheint, das ist natürlich klar, aber immer mehr Starkregen, was wir dagegen tun, und dann werden wir von Duisburg Tourismus und Stadtmarketing die nächste Stufe zünden der nationalen Kampagne Duisburg ist echt. Beginnen möchte ich aber mit den Machern, mit den Glücklichmachern der Stadt Duisburg und ihrer städtischen Unternehmen, und die stelle ich jetzt mal direkt vor. Das ist Dr. Rasmus C. Beck, Geschäftsführer Duisburg Business und Innovation. Das ist die Wirtschaftsentwicklerin der Stadt. Martin Linne ist der Beigeordnete für sehr viel in der Stadt Duisburg, aber auch für Stadtentwicklung. Im Grunde genommen ist das ja Ihre Privatmesse hier, die Messe für Stadtentwicklung. Herzlich willkommen. Und Bernd Wortmeier, der für die großen Projekte da ist. Hier ist unser Stand. Duisburg Update ist das Dach, unter dem wir unter anderem sechs Seen, Wedau, ach, das erzählen wir am besten gleich. Ich fange mal an mit Herrn Beck. Investoren Glücklichmacherstadt. Ja, wie kommt man denn auf sowas? Ja, das ist ja erstmal richtig. Wir wissen natürlich, man muss erstmal ein bisschen drüber stolpern, drüber nachdenken, um sich es besonders gut zu merken. Aber letztendlich steckt in dem Spruch auch für uns ein Leistungsversprechen. Und zwar eines, was, glaube ich, für eine wirklich nachhaltige Wirtschaftsentwicklung total notwendig ist. Es geht nämlich darum, dass wir langfristig auf uns aufmerksam machen wollen, und das nicht nur natürlich hier bei solchen Events und Messen, sondern vor allem auch durch ein Leistungsversprechen, was wir auch einhalten. Wir wissen, dass wir in Duisburg viel Hausaufgaben zu machen haben, aber wir haben eben auch hervorragende Potenziale und Chancen, die wir nutzen wollen. Nicht alleine, sondern eben gemeinsam mit denen, die an Duisburg glauben, die in Duisburg investieren. Die wollen wir glücklich machen,
indem wir zeigen, dass mit uns auch sehr langfristige, komplexe städtebauliche Projekte, immobilienwirtschaftliche Projekte einfach erfolgreich hinkriegt. Und ich denke, dass ein zufriedener Kunde am Ende auch ein Image dreht. Und insofern wollen wir das mit diesem Spruch auch ausdrücken. Also was könnte überzeugender sein für potenzielle Investoren als bereits glückliche Investoren? So erklärt sich dieser Spruch, die Investoren Glücklichmacherstadt. Aber es hat in Duisburg ja auch Grund zum Optimismus, denn es hat so ein bisschen die Zeitenwende gegeben. Die Stadt ist jetzt wieder finanziell auf eigenen Beinen. Ja, das ist richtig. Wir wollen natürlich, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir hier immer als Team Duisburg auftauchen. Das ist ja im Grunde genommen der zweite Hashtag, den wir immer verwenden. Es ist in Duisburg eine gesamte Geschichte und nicht eine Nische der Wirtschaftsförderung oder der Immobilienwirtschaft. Diese Stadt verändert sich im Grunde genommen wirklich substanziell. Wir haben uns Stärken wie die Industrie zwar bewahrt, aber wachsen in vielen, vielen Bereichen völlig neu. Die Universität plant auf einem dieser Potenzialstandorte einen neuen Campus. Wir sind eine Wissensstadt und gleichzeitig eben aber auch eine, wo noch hart gearbeitet wird und viel Wertschöpfung erfolgt. Und diese Story, die möchten wir weiter entwickeln, und zwar nicht nur in Sprechblasen, sondern auch mit konkreten Projekten. Sehr gut, also der Dreiklang: Ansiedlung, Arbeitsplätze, Lebensqualität. Herr Linne, es muss immer alles schnell, schnell gehen. Alle sind natürlich ungeduldig und es muss alles billig, billig sein. Wie lösen Sie denn diese Klammer auf, wenn Sie jetzt denken, wir wollen eigentlich nachhaltig sein? Und das kann natürlich auch nicht hoppla hopp sein, und wer nachhaltig ist, auch immer teurer. Ja, Schnelligkeit ist halt kein Wert an sich. Das hat sich ja in vielen Projektentwicklungen immer wieder rausgestellt. Sondern es geht darum, klare Kommunikation zu haben, klare Anforderungsprofile zu haben und eben nicht an den Markt heranzutreten, ich habe hier billige Grundstücke, überlegt euch mal was und dann schauen wir mal, ob das vielleicht eventuell gegebenenfalls auch realisiert werden kann. Das funktioniert in vielen Fällen natürlich nicht, sondern wir haben mittlerweile eine klare Stadtentwicklungsperspektive. Wir haben klare Zielsetzungen darüber, wohin wir uns auch qualitativ auf die Zeit entwickeln wollen. Es geht nicht um den schnellen Erfolg, der innerhalb von 2 Jahren vielleicht da sein soll, sondern es soll sich sukzessive in 5 Jahren, in 10 Jahren immer weiter positiv entwickeln, und zwar für alle Beteiligten. Sowohl für, natürlich haben wir irgendwo das Ego, dass es für uns eine positive Entwicklung gibt, aber es geht doch primär um die Bürgerinnen und Bürger, die da wohnen, die da leben. Es geht um die Unternehmen, die da Wertschöpfung betreiben. Es geht um die Immobilienwerte, die geschaffen werden sollen, die in 10 Jahren möglichst nicht gesunken, sondern gestiegen sein sollen. Und dabei hilft eben ganz klar von Anfang an deutlich zu machen, so, das ist die Anforderung, und jeder, der da eine Chance für sich sieht, ist bei uns herzlich willkommen, und das wird konsequent, kontinuierlich auch begleitet und gefördert im gesamten Prozess bis zur Fertigstellung. Wobei die Bandbreite ist ja durchaus groß, also die machen es klein bis XXL. Ja, das ist natürlich einer der großen Vorteile in Duisburg in diesen Jahren, dass wir von kleinen Projekten, von 10, 20 Wohneinheiten bis rauf zum größten Wohnungsbauprojekt im Lande Nordrhein-Westfalen, 6 Seen-Wedau, aber auch mit den Duisburger Dünen, mit dem Mercator-Viertel, mit Rheinort und parallel, hat ja auch was mit Qualität, mit Wertentwicklung zu tun, einer internationalen Gartenausstellung 2027, etliche Großprojekte am Start haben, und dazwischen sind dann auch noch ganz viele über die Stadt verteilte mittelgroße Projekte im Bereich 100, 200, 300 Wohneinheiten oder Gewerbeflächenentwicklung. Also da ist, glaube ich, für viele Interessenten, die auch an langfristigen Investments interessiert sind, was dabei. Investment, gutes Stichwort. Die Rahmenbedingungen sind in Duisburg ja im Gegensatz zu den so Top-7-Städten noch recht günstig, oder? Ja, die Einstiegsrahmenbedingungen rein pekuniärer Art sind natürlich günstig, weil wenn man unsere Grundstückswerte vergleicht mit denen in Düsseldorf, kommen uns manchmal die Tränen. Ja. Aber es ist natürlich gemeinsam für uns, aber auch für die, die investieren wollen, eine sehr günstige Perspektive, weil die Lage von Duisburg ist einfach historisch gut. Sie ist nicht immer gut genutzt worden, aber das ändert sich. Eigentlich seit 2000. Natürlich gab es den tiefen Einbruch nach der Immobilienkrise, aber den Faden haben wir in den letzten 5 Jahren wieder aufgenommen. Und wir kümmern uns natürlich auch darum, dass die Immobilien eben tatsächlich auch in 30 Jahren noch
nachhaltig verwertbar sind. Das heißt, wir überlegen gerade jetzt bei Sechslehen-Wedau in unseren Konzeptvergaben, die wir ja konsequent durchtreiben, weil es geht nicht um Geld alleine, sondern es geht vor allen Dingen auch um Qualität, einfach das Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit deswegen zu betonen, weil die Investoren damit in 30 Jahren auch eine deutlich besser verwertbare Immobilie erhalten, als wenn wir heute auf billig setzen, weil billig ist kein Wert, Preis Wert im Sinne der deutschen Sprache. Das ist das Ziel, was wir verfolgen. Sehr gut. Und jemand, der es anpackt, ist Bernd Wortmeier mit der GEBAG, dem im Grunde genommen alle diese großen Projekte, Sechsseen, Wedau Nord und natürlich die Duisburger Dünen obliegen. Gibt es da eigentlich ein Lieblingsprojekt oder ist das wie mit den Kindern, wo man alle gleich lieb hat? Die drei Flächen, die Sie gerade genannt haben, sind alle unterschiedlich. Ist bei den Kindern auch so, aber wir betrachten diese Fläche in der Entwicklung als Einheit. Das ist die neue Urbanität, die wir in Duisburg schaffen, auf allen drei Flächen, in den drei Ausprägungen Wohnen, Büro, Wohnnutzung kombiniert, aber auch mit einem neuen Campus der Universität Duisburg-Essen, mit einem Technologiezentrum, was wir in dessen Nachbarschaft ansiedeln werden. Was heißt das eigentlich, neue Urbanität? Wir versuchen in Duisburg eine Antwort zu finden auf die Frage, wie wir in Zukunft wohnen, leben, arbeiten, forschen, innovativ sein wollen und sicher fühlen wollen, von A nach B kommen wollen. Wie wird das Leben in einer Metropolregion zukünftig stattfinden? Es wird anders sein. Viele Rahmenbedingungen haben sich geändert. Es gibt völlig neue gesellschaftliche Anforderungen an dieses Zusammenleben. Und da haben Sie eine Glaskugel, weil wir reden ja nicht über in 10 Jahren, wir reden ja über in 30 Jahren, in 40 Jahren. Dann müssen diese Projekte ja noch zeitgemäß sein. Genau, und deswegen steht als eines der Merkmale der Duisburger Urbanität das Wort Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Nachhaltigkeit im Sinne von ökologisch, natürlich ökonomisch, aber auch sozial. Und hier wollen wir mit den Investoren, mit den vielen Investoren wirklich zukunftsweisende Lösungen finden. Wir wollen gemeinsame Grundlagen schaffen, entwickeln, erarbeiten und wir wollen die mit den einzelnen Investoren noch weiter so umwandeln, dass wir richtig zukunftsfähige Objekte haben, die flexibel sind in der Nutzung, die idealerweise keinen Umweltfußabdruck hinterlassen über ihre Nutzungsdauer. Das sind alles Argumente, die wir versuchen wollen, bei diesen Stadtentwicklungen zu platzieren. Da möchte ich das Wort Mobilität aufgreifen, denn die Verkehrswende ist ja auch ein Thema. Brauchen wir überhaupt noch in 30, 40 Jahren so viele Autos? Brauchen wir ein Parkhaus für diese Autos, was dann ja ein ungenutzter Kellerraum ist unter so einem Projekt wie Duisburger Dünen beispielsweise? Was gibt es denn da für Visionen? Das ist die große Frage, die uns natürlich treibt. Wir müssen bei diesen Flächen, bei diesen drei Flächen, die ja auch noch nicht unmittelbar aneinander angrenzen, die immer noch ein bisschen Luft dazwischen haben, brauchen wir ein Mobilitätskonzept, was wirklich ausgelegt ist für die Zukunft. Wir brauchen Trassen, die mit Mobilitätslösungen befahren werden. Ich persönlich träume davon, dass wir in Duisburg die erste urbane Seilbahn schaffen werden. Die Rahmenbedingungen sind günstig und ich glaube, das wird ein Transportmittel sein, was diese Flächen ideal miteinander verbinden wird und nicht nur die Flächen untereinander, sondern auch alle drei Flächen gemeinsam mit der Innenstadt und mit weiteren Potenzialflächen in Duisburg. Eine Seilbahn für Duisburg, eine spannende Vision. Vielen Dank. Und ich möchte direkt den nächsten drei die glücklichen Investoren auf die Bühne bitten. Danke an Herrn Linne, Herrn Beck und Herrn Wortmeier. So, ja, bitte stehen und nehmen sich ein Mikro. Ja, Herr Buchholz, fangen wir direkt mit Ihnen an. Michael Buchholz ist der Leiter von West, von Aurelio. Können Sie kurz, Aurelis, Entschuldigung. Jetzt, dann sagen Sie kurz, was Aurelis natürlich macht. Was uns glücklich macht? Ja. Ja, in Duisburg einen Standort zu haben und viele, viele Projekte erfolgreich bereits abgeschlossen zu haben. Wir haben mit unseren Projekten schon vor langer, langer Zeit in Duisburg
begonnen und sind sehr glücklich, auch immer noch in Duisburg zu sein. Aber Sie sind ja eigentlich aus Köln gekommen, ne? Was hat Sie ja, wir sind aus Köln gekommen, richtig. Bewegt, dann nach Duisburg zu kommen. Ja, die Idee, nach Duisburg zu kommen, die lag eigentlich auf der Hand, weil wir haben geguckt, wo ist eigentlich unser Geschäft? Wo findet das Geschäft statt im Wesentlichen? Und als wir dann auf die NRW-Karte geguckt haben, haben wir gesagt, okay, wir sind eher in der Ruhrschiene vertreten als in Köln. Auch wenn es zwischenzeitlich Verschiebungen gegeben hat, ist das nach wie vor der Fall. Sodass wir gesagt haben, wir ziehen nach Duisburg, um von Duisburg dann quasi sternförmig eben bis nach Dortmund, bis nach Düsseldorf und Köln hinaus und auch im nördlichen Bereich bis nach Münster und Krefeld die Märkte besser bedienen zu können. Also die Anbindung, der direkte Zugriff, Mats, und das ist für Sie natürlich auch ganz dankbar als Duisburger Jung, ne, wie ich verraten darf. Genau, geborener Duisburger und gerade kam das auch in dem anderen Beitrag auch, Duisburg hat einfach historisch gesehen eine extrem gute Anbindung innerhalb des Ruhrgebietes, die das Verkehrskonzept oder die ganzen Autobahnen, die in Duisburg vertreten sind, sind einmalig. Ich glaube, was Duisburg noch nutzen kann, ist, glaube ich, die einmalige Lage am Rhein, die eben auch noch stärker in den Fokus zu stellen und auch die vielen, vielen kleineren Projekte neben den Großprojekten, die eben auch weiter zu fördern an der Stelle. Ja? Und das ist ein tolles Potenzial in Duisburg. Ist es auch das, weil Sie ja nicht nur Investor sind, sondern auch Verkäufer, wie Sie andere potenzielle Investoren glücklich machen mit solchen Argumenten? Also Sie haben ja zum Beispiel die Hochschule, erzählen Sie selbst. Also der Standort in Duisburg, wir haben verschiedene andere Standorte auch, die wir innerhalb unseres Bestandes haben, die wir sehr erfolgreich auch vermieten an den Mittelstand in Duisburg und somit auch was für den Unternehmer in Duisburg tun. Diese Dinge halten wir im Bestand. Aber wir ziehen natürlich auch internationale Investoren nach Duisburg, indem wir unsere Projekte verkaufen. Es gibt da zweierlei. Einmal muss man die Investoren nach wie vor vom Standort Duisburg überzeugen, weil Duisburg eben auch in der Statistik auch immer noch eine schrumpfende Einwohnerzahl hat, was bei vielen Investoren immer ein No-Go-Kriterium ist. Wir verkaufen dann aber auch Duisburg vom Standort auch her, eben der zentralen Lage, auch der Nähe, auch zu Düsseldorf. Ich meine, da gibt es ja viele Projekte auch in Duisburg, der Angerbogen zum Beispiel, der ja auch profitiert von Duisburg. Und dann kann man ja die Nähe auch zum Flughafen immer sehr positiv darstellen. 9 Minuten, glaube ich, mit dem Regionalexpress zum Flughafen. Und das sind dann Dinge, die wir dann eben positiv darstellen. Und was noch dazu kommt, ist natürlich, dass wir durch diese tolle Anbindung viele Nutzer gewinnen, Körperschaften öffentlichen Rechts oder auch das Land mit der Hochschule, die einfach einen extremen Wert darauf legen, einen tollen ÖPNV-Anbindung zu haben und mit solchen tollen Mietern und Mietverträgen. Ja, direkt am Hauptbahnhof. Genau. Am Hauptbahnhof ist es nochmal ein Argument mehr, den Investor zu überzeugen und dann macht es das Gesamtpaket aus. Mit solchen, und nicht nur heute, sondern auch schon gestern und vorgestern. Und ich meine, das machen wir sehr erfolgreich seit 10 Jahren mit einem Investitionsvolumen über 350 Millionen in Duisburg. Glaube ich, das kann sich schon sehen lassen. Ja, Sie sind auch der Immobilienmarktgewinner 2021 gewesen. Und den aktuellen Immobilienmarktbericht liegt vorne aus, nachzulesen. Wir haben noch 15 Sekunden Zeit, um das Geheimnis Ihres Erfolges mit uns zu teilen. Okay, da bräuchte ich jetzt den Rest des Tages. Dachte ich mir. Erstmal das Team in Duisburg, die Mitarbeiter, ganz klar. Sowohl im Asset Management wie auch im Development. Und auch unser Akquisitionsteam, aber auch das Team in Eschborn, unsere Geschäftsführung, die uns einfach unterstützt, uns Vertrauen gibt und die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Die Herrschaft oder die Herrscharen an Dienstleistern im Bereich Architektur, Gutachtenwesen. 15 Sekunden sind vorbei. Okay. Bisschen zu den Maklern und aber auch nicht zu vergessen, ganz wichtig, natürlich die Stadt Duisburg, die eben gemeinsam hier die Vorhaben auch sehr positiv mit nach vorne bringt. Und dieses Team an sich, Erasmus Beck hat es gerade gesagt, mit dem Team Duisburg, das Team Duisburg passt einfach. Und ich nehme noch die Eschborner dazu, unsere Geschäftsführung. Ja, so muss die Geschichte. Die müssen halt uns ja auch das Portemonnaie öffnen, damit wir aktiv werden dürfen. Herr Lobert, Jens Lobert, Direktor Facility Verwaltungs GmbH, da klingelt nicht sofort bei jedem was, aber wer Duisburg kennt und wann am Ort den Handwerkerhof, wo Sie aktiv sind,
30.000 Quadratmeter, das ist schon ein Wort. Also ich war selber vor Ort, es ist eine Anlage voller alter Hallen, über 100 Jahre alt, und Sie gehen da rein und blühen auf und haben große Visionen. Skizzieren Sie doch mal bitte für uns, Sie sind seit 2019 drin, im Juni sollen die Johanniter einziehen, das ein Vorher-Nachher-Bild. Ja, das Nachher-Bild kann man im Grunde hier schön sehen. Bisschen größer zugegebenermaßen, aber von der Bauart her ist es eigentlich das Gleiche, nur bei uns halt wesentlich kleiner. Als ich 2019 auf dieses Gelände gekommen bin, da lag das seit Ewigkeiten im Dornröschenschlaf, und früher war es ein altes Drahtwerk, eigentlich eine typische Industrieansiedlung für Duisburg. Da hat sich dann aber Ewigkeiten nichts getan, und wir selber, da war ich noch nicht der glückliche Investor. Wir haben selber eine Halle gesucht, nicht in der Größenordnung. Wir sind ein Handwerksbetrieb. Es gab einfach nichts Gescheites auf dem Markt. Verkehrsanbindung, Büro, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, und dann stand ich dann halt da und habe gesagt, naja gut, ist zwar ein bisschen größer, dann machen wir das halt größer und helfen den anderen Handwerkskollegen, die ähnliche Probleme haben, und haben die Vision entwickelt, dort ein Handwerk aufzumachen in einer sehr guten Lage, direkt an der Autobahn, fast eigene Autobahnabfahrt, ÖPNV top. Sie hören es immer wieder, Duisburg, Lage, Lage, Lage. Ja, und schön an diesem Projekt ist im Grunde genommen, wie es sich entwickelt. Also Sie hatten es erwähnt, jetzt ziehen die Johanniter Unfallhilfe im Sommer dort ein. Ist auch eine Art von Handwerk, aber jetzt nicht unbedingt das, was ich mir zu Anfangs dort vorgestellt habe. Aber sei es drum, das ist der Stand. Und beim Glücklichmachen funktioniert es ja nicht immer auf dem ersten, auf Anhieb. Bei Ihnen war es ein bisschen lieber auf den zweiten Blick, ne? Ja, das kann man so sagen. Ich bin ja jetzt nicht der Investor eigentlich, sondern eher der Handwerker. Und wenn man dann mit städtischen Ämtern, Verwaltungen, Behörden, Wirtschaftsförderern etc. zu tun hat, dann gibt es da ja offensichtlich Spielregeln, die mir nicht bekannt sind. Das hat dann sicherlich bei dem einen oder anderen für Irritation geführt, also auf der einen Seite wie als auch auf meiner Seite. Denn so als Beispiel, wenn man eine Nutzungsänderung beantragen soll für ein Verwaltungsgebäude, um dort ein Verwaltungsgebäude drin unterzubringen, dann runzeln sich bei mir dann schon die Stirnhaut sehr stark. Und dann kam die DBI ins Spiel? Und was ist dann passiert? Letztendlich hat dann das Zusammenspiel zwischen der Wirtschaftsförderung und Beharrlichkeit und auch hinter den Kulissen, Herrn Haag möchte ich da sehr erwähnen, der rief dann irgendwann freitags nachmittags an und sagt, Herr Lobert, reg dich nicht auf, alles wird gut. Da habe ich dann auch gemerkt, dass man ernst genommen wurde, so auf den zweiten Blick, und es dann auch funktioniert. Also was eben schon angesprochen wurde, der Teamcharakter, der kam dann auch, und es funktioniert auch nur so, weil am Anfang hatte ich so das Gefühl, ich arbeite gegen jemand, also gegen das Amt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, sehr stark auch nachhaltig bewiesen, dass man da zusammen was tut. Also die Wirtschaftsförderung sehr aktiv, die Johanniter kamen über die Wirtschaftsförderung, das muss man einfach sagen. Mhm. Das Bauamt arbeitet so, wie ich mir das nicht vorstelle, als ich kann Ihnen ja nicht sagen, was die tun sollen, aber wir arbeiten zusammen, ja. Und das ist das Entscheidende. Also wieder der Gedanke des Team Duisburg. Den haben Sie auch kennengelernt, Herr Sieben, als Geschäftsstellenleiter von Goldberg West im Innenhafen, also in einer der schönsten Ecken von Duisburg, angesiedelt. Wie sind Sie da überhaupt hingekommen? Was hat Sie da hergezogen? Also ganz viele Punkte sind hier schon gefallen. Wahrscheinlich kann ich in 20 Sekunden alles nur noch sagen, ja, so war's. Also wir als Unternehmen, wir sind dezentral aufgestellt. Wir wollen also nah an den Märkten, nah in der Region, an den Kunden sein. Und wir haben ja schon 50 Standorte in Deutschland, aber im Ruhrgebiet mit 6 Millionen Einwohnern haben wir nur den Standort Bochum und Dortmund. Und wir suchten dann einen Standort mit Potenzial in dem westlichen Ruhrgebiet. Und das war gar nicht schwer, sofort Duisburg zu identifizieren. Das ist ja alles auch schon durchaus angeklungen. Und zwar, was uns an Duisburg sofort angesprochen hat, waren natürlich diese riesen Flächenpotenziale, die Duisburg hat. Ein paar Dinge sind ja angeklungen von Herrn Wortmeier.
Wahnsinn. Ich glaube, das größte Flächenpotenzial aktuell in NRW sicherlich, denke ich. Und auch tolle Projekte. Und man merkt an diesen Projekten auch, dass da genau nämlich auf vernünftige Dinge Wert gelegt wird. Also das finden wir klasse. Dann ist also Duisburg natürlich noch das Tor zum Ruhrgebiet. Das hat den größten Binnenhafen der Welt, ist der Ende der Seidenstraße und. Auch eben schon angeklungen ist diese Nähe zu Düsseldorf. Ich habe das Gefühl, dass alles, was in Düsseldorf halt nicht befriedigt werden kann an Nachfrage und auch diese Erschwinglichkeit, da schwappen Büro und Wohnen einfach rüber. Alles rüberschwappen, sehr gut von Düsseldorf. Also Parkhaus ist ja nicht mehr so positiv besetzt, habe ich gehört. Parken findet ja nicht mehr statt. Die Aufbruchstimmung ist auf jeden Fall da. Ja. Wie hat das denn konkret funktioniert bei der Ansiedlung? War Herr Haag, der Wirtschaftsdezernent der Stadt, glaube ich, auch beteiligt und die DBI? Ja, das ist ja auch schon quasi gefallen. Also da war ich tatsächlich begeistert und glücklich. Als es klar war, dass wir nach Duisburg gehen, habe ich den Haag angerufen als Wirtschaftsdezernenten. Hab gesagt, Herr Haag, wir möchten nach Duisburg, wir besuchen eine Fläche, können Sie uns da helfen? Da hat er, ja klar, wir melden uns. Wir melden uns kann ja so oder so sein. In dem Falle war es dann tatsächlich so, ich hatte gerade mein Telefon hingelegt, wollte mir einen Kaffee holen und da klingelte es auch schon. Und dran war dann der Herr Händel von der Wirtschaftsförderung, hat sofort für mich eine Investorentour light, sage ich mal, organisiert. Ja. Haben uns 5 Objekte angesehen. Der Looper am Innenhafen hat uns sofort am besten gefallen, Mietvertrag gemacht, umgebaut. Jetzt haben wir da eine total schöne Fläche in einem super attraktiven Umfeld mit Gastronomie, mit einem Park. Man kann mal da einfach auch raus. Wir fühlen uns mega wohl da. Wir haben schon Leute eingestellt, weitere. Machen schöne Projekte in Duisburg, Bürogebäude, klimaneutral. Wunderbar. Und sind auch aktuell an sehr schönen Projekten in Duisburg tatsächlich. Meine Damen und Herren, so klingen glückliche Investoren, die auch wieder andere Investoren glücklich machen. Also das ist dann eine Wechselbeziehung. So stellen wir uns das vor, dass der Kaffee nicht mal kalt wird, bevor das Anbahnungsgespräch erfolgt. Vielen Dank, Herrn und Herrn Kluge und Herrn Beck, bitte nochmal auf die Bühne. Weiterhin natürlich viel Erfolg und alles Gute in Duisburg. Dankeschön. Hallo Herr Beck, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind bei der Regenagentur, der Geschäftsbereichsleiter für die Stadtentwässerung bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg. Das heißt, ich kann mich bei Ihnen beschweren, dass mir schon 2-mal der Keller vollgelaufen ist. Ist das richtig? Also wenn Sie in Duisburg wohnen, können Sie sehr gerne zu uns kommen und Sie kriegen natürlich auch sehr gerne eine Beratung und können natürlich auch erfahren, was Sie dagegen tun können. Und das, was Sie gerade berichtet haben, die 2-maligen Fälle bei Ihnen, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Schauen Sie, ich bin seit 20 Jahren als Bauingenieur mit dem Thema Starkregen, Regenwasser betraut. Aber als ich selber vor etwa 5 oder 6 Jahren mit dem Wischmopp, mit der Flitsche im Keller stand und selber das erste Mal auch die Folgen eines Starkregenereignisses selber erlebt habe, da habe ich auch gemerkt, das ist natürlich mehr als Theorie, das ist ein echtes Thema. Da müssen wir ran, da entsteht natürlich ein richtiger Beratungsbedarf. Und das macht die Regenagentur, sie berät auch private Bauherren, Mieter, Vermieter? Ja, genau, natürlich. Wir wollen natürlich auch alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Duisburg, aber auch alle Investoren natürlich hier entsprechend beraten. Und deshalb haben wir jetzt zu Beginn der Regenagentur, die Regenagentur ist jetzt erst gegründet worden vor wenigen Wochen, im Prinzip 2 Kernsäulen. Das erste ist natürlich die Beratung, wo jeder bei uns entsprechend zum Thema Regenwasser, also Schutz vor Starkregen, aber auch den Bau von Versickerungsanlagen, wie kann ich das Regenwasser sozusagen ökologisch auf dem Grundstück verwerten. Dazu kriegen Sie bei uns Beratung, aber jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt, weil wir haben uns überlegt, eine Regenagentur alleine, sag ich mal, zur Beratung, das reicht uns nicht, wir wollen auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und da haben wir uns was überlegt, und zwar bieten wir exklusiv auch eine Förderung an. Mhm. Die Regenagentur Duisburg hat ein eigenes Förderprogramm aufgelegt, was für alle Bürgerinnen und Bürger, natürlich auch für Investoren verfügbar ist. Das ist gut. Also Kontakt über, gibt ja auch eine eigene Homepage dafür. Ne? Dann klimaresiliente Stadt ist ja eins unserer großen Themen, haben wir gesehen letztes Jahr im Ahrtal. Also das wollen wir vermeiden. Also wer da seinen Beitrag zu leisten kann, das wird auch noch gefördert bei den Wirtschaftsbetrieben. Vielen Dank, Herr Beck. Gerne. Herr Kluge, Sie sind der Geschäftsführer von Duisburg Kontor, auch für den Tourismus zuständig, aber auch das Stadtmarketing. Wir haben am Anfang den Film gesehen, der, glaube ich, sehr schöne Bilder auch von Duisburg zeigt. Warum ist trotzdem noch notwendig für Duisburg Stadtmarketing zu machen?
Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, Stadtmarketing zu machen für eine Großstadt wie Duisburg. Wir haben ja einen neuen Marketing-Slogan entwickelt 2019, Duisburg ist echt, und sind da seit einigen Jahren jetzt mit unterwegs, auch mit großem Erfolg. Ich denke, wir haben heute hier gesehen, wie viele Vorzüge diese Stadt hat. Leider ist das Image der Stadt nicht so, und ich glaube, da gilt es, das mal zu korrigieren. Ich spreche mal davon, dass Duisburg in so einer Schublade steckt, wie so ein schlechter Schüler, irgendwo unten in einer Schublade. Und das ist ungerecht, und leider werden wir häufig auch als Referenz benutzt, und zwar in negativer Sicht. Und deswegen machen wir positives Storytelling. Wir haben verschiedene Themen, mit denen wir unterwegs sind, und da gilt es weiterhin zukünftig dran zu arbeiten. Eine ganz wichtige Geschichte. Insofern sehen wir ja heute hier auch, welche tollen Perspektiven diese Stadt hat. Das ist schön. Nennen Sie doch einfach mal ein, zwei Meilensteine, was Sie bis jetzt mit der Kampagne schon bewirkt haben, wo Sie schon aktiv waren. Ja, wir sind 2019 gestartet mit dem Kick-Off in der Düsseldorfer Straße in Duisburg. Da war das sicherlich das Coming-out der Marke. Das war ein wichtiger Punkt an der Stelle. Duisburg ist echt. Duisburg ist echt, genau. Und wir haben jetzt das erste Mal im letzten Jahr auch eine nationale Kampagne starten können. Wir hatten verschiedene Themen transportiert. Das ist hier eben schon erwähnt worden. Natürlich haben wir super Perspektiven mit modernen neuen Bauflächen und super Konzepten. Der Duisburger Hafen ist natürlich ein Punkt, Ende der Seite. Straße, wirtschaftlich ganz bedeutend. Wir haben eine super Start-up-Szene. Duisburg ist eine Sportstadt. Das Thema Sport ist sehr wichtig für uns. Aber wir wagen uns auch an Themen ran, wie Marxloh zum Beispiel. Mhm. Für uns eine Stadt des Ankommens. Für mich eine ganz super Perspektive, auch in Zukunft, sodass wir jetzt mit unserer nächsten nationalen Kampagne, die aktuell gerade startet, auch solche Themen spielen werden. Da wird Marxloh im Vordergrund stehen. Ich kann sagen, der Sport. Mal, jetzt wird die nächste Stufe gezündet. Es geht national. Wir haben ja auch die nächste Messe, ist ja die Expo Real. Da wollen Sie ausstrahlen. Wo wird es sichtbar sein? Was wird sichtbar sein? Das ist genau der Punkt. Wir sind speziell auch im Out-of-Home-Media-Bereich unterwegs. Das haben wir früher auch leider als Stadt nie machen können. Wir werden dann in Berlin, in Düsseldorf und in München wieder entsprechend unsere Motive senden mit den Themen, und Duisburg ist echt gilt dann als Plattform. Wir vermitteln dann und werden dann die Kontaktpartner, die sich an die Stadt wenden, aber insbesondere auch mit den Redaktionen Kontakt aufnehmen, damit eben die positiven Geschichten erzählt werden und nicht nur das Negative berichtet wird. Also Duisburg ist echt besser als sein Ruf. An dem Ruf, an dem Image arbeiten wir. Das haben wir heute gesehen, dass es nur zusammengeht als Team Duisburg, dass wir glückliche Investoren haben und natürlich noch mehr suchen, dass wir fantastische große Projekte haben, dass im Kleinen geholfen werden, wenn es zu nass wird im Keller, dass wir nach außen strahlen wollen. Duisburg hat viel vor. Duisburg ist die Investoren-Glücklichmacherstadt. Wir bedanken uns erstmal bei meinen Gesprächspartnern hier und dann für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie uns besuchen. Da vorne ist unser Stand. Sechs Seenwedau, fantastisches Projekt. Wir haben einiges vor und einiges dahinter. Vielen Dank.